Aber die Schweizer sollen doch so langsam sein. Nein, das sind nur Berner. Dale. Hadi ding 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 ding. Wer kocht denn heute? Essen von gestern. Schweizer Essen. Bitte nicht. So, ich habe schon wieder die Schnauze voll. Ach, das Braun sieht doch toll aus. Ina? Ina? Sollen wir es doch streichen? Das Trinken muss uns zum Alter. Entschuldigung. Ina? Die Steckdose müsste doch eigentlich darüber kommen, oder? Da? Es bringt mir halt schäger um, solche Nachrichten zu lesen oder lesen zu müssen. Buen dia und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Plant die Bundesregierung einen Lockdown für die Hitze? So, passend zu unserem Wetter, richtig kalt, 14 Grad, habe ich heute Morgen mitbekommen, dass die Bundesregierung an einem Hitzenotfallplan arbeitet, weil angeblich die deutsche Bevölkerung anscheinend nicht weiß, wie man mit Hitze umgeht, ja, und das schon der Vergangenheit nicht. Und deswegen muss dann die Regierung einen Plan erstellen, damit man dann in das private Leben eingreifen könnte. Also ich wünschte, ja, mir hätte das hier in Südamerika auch so ein Hitzenotfallplan, dass man weiß, ab wann man sich schonen soll, ja, wann man was trinken muss und so weiter. Entschuldigung. Passend zu der Hitze bzw. zu der Kälte. Wir haben heute Fenster eingebaut und bei unserem Haus und ich führe euch jetzt gerade rum, wie die Fortschritte von der letzten Woche waren. Bis dann, viel Spaß. So, muss jetzt wieder seriös sein, darf nicht mehr lachen. Also, wir haben das. Es bringt mir halt schäger um, solche Nachrichten zu lesen oder lesen zu müssen. Es bleibt mir wirklich nichts erspart. Im Hintergrund seht ihr, aktuell haben wir das Sockel fertig. Ich finde jetzt tatsächlich, ich darf ja auch offiziell gar nichts mehr sagen. Also ich muss bezüglich der Farbe von der Häuser in Zukunft meinen Mund halten. Das ist ja fast wie die Regierung in Deutschland, wo mir alles verbietet. Also meine Frau. So, also, wir haben jetzt die farblichen Akzente drin. Also ich finde es, ich darf nichts mehr sagen. So, ich mache jetzt einfach mal so, halt. So, genau. Genau. Dann haben wir, außerrum ist auch schon fließt. Ich drehe jetzt gerade mal die Kamera. So, und heute haben wir einen Gast dabei, und zwar die Tina. Die Tina macht unsere Küche in Paraguay. Und ich frage sie mal, worauf man achten muss bei Küchebau in Paraguay. Bevor wir zu der Tina kommen, der Dachkindel ist, also die Dachrinne, die Regenrinne, ist jetzt befestigt. Ja, jetzt sind wir mit der Tina hier im Küchebereich von Casa Rita. Und ich frage dich jetzt mal, was muss man achten geben beim Küchebau in Paraguay? Gibt es da Unterschiede, wie zum Beispiel in Europa? Nein, also im Küchenbau selber nicht. Wichtig ist eigentlich für den Kunden, dass er wirklich regelmäßig lüftet, dass er entlüftet mit der Klimaanlage. Und wenn er das wirklich einhält, dann ist es kein Problem. Der Grund dazu ist, die Dichte der Platten, den Melamin, die Spanplatten, Melaminplatten, die haben eine andere Dichte als in Europa. Deswegen ist die Feuchtigkeit hier kein Problem. Okay. Ansonsten Qualität? Also zu unserer Qualität kann ich sagen, wir benutzen Schubladenauszüge und Bänder für die Türen aus Österreich, Deutschland, also Blumen und Hevele-Beschläge. Und alles andere stelle ich so her wie in der Schweiz. Das heißt, wir haben eigentlich europäischen Standard, so gut es geht. Es gibt manchmal Kleinigkeiten, die wir nicht so hinkriegen, aber das sage ich dem Kunden im Vorfeld schon. Okay, in der Mama auch, die das sage, oder würde ich sagen, Hochdeutsch, dass wir mal Bilder machen, beziehungsweise Videos, also vorher, nachher. Und dann, wenn die Küche stehe oder während dem Aufbau, kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, oder? Sehr gerne, mache ich. Dankeschön, wir sehen uns. Sind wir im Casa Michel und der E-Strich ist fertig geworden. Und der nächste Schritt ist jetzt, die Wände werden jetzt grundiert. Und dann wird auch hier die Fenster eingebaut, das habe ich drüber bei uns, da gehen wir gleich hin.
Und dann wird auch hier angefangen zu fließen. So ist der Stand im Casa Mimi. Der Joaquin hat heute Morgen schon Frühstück bekommen. Die Omi Rita hat ihm was mitgebracht. Und jedes Mal, wenn wir jetzt rausfahren, haben wir ein bisschen Hundefutter dabei. Und versuchen wieder ein bisschen aufzupäppeln, gell? Großer. Die Palme ist auch für was gut. Und zwar haben wir da eine Steckdose befestigt. Aber Irina? Ina? Die Steckdose müsste doch eigentlich darüber kommen, oder? Da? Tina und der Hugo besprechen jetzt alles, die Anschlüsse. Es passt alles. Hugo hat sehr gut gearbeitet. Und wann kommt die Küche? 3 Wochen? In 3 bis 4 Wochen, glaube ich, kommen die Küche. Und dann wollen wir in 5 Wochen umziehen. So, Dele. Und ja, was ist schon angefangen zu streichen? Schönes Erdbraun. Das ist das Problem, wenn es hier richtig runterregnet. Und dann spritzt halt alles gegen die Hauswand. Gut, da sind wir bei der ersten Fenster. Ich mach mal zurück. Ach, das Braun sieht doch toll aus. Ina? Ina, sollen wir es so streichen? Dann haben wir nie Probleme, wenn es... Ja? Wieso? Dann haben wir doch nie Probleme, wenn der Regen... Nicht? Jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube. Buen día, Kata. ¿Qué tal? Hoy es viernes. Sí. Oh, da sind sie schon beim Fließen. Wow. Schon viel. Das sind jetzt Fliesen in Holzoptik. Oh, wow. Buen día, ¿qué tal? Wow. Qué lindo. Und die Scheibe war jetzt gerade eingebaut. Muy lindo. Es muy lindo, Hugo, con contraste de blanco y gris. Muy lindo. Da wird jetzt gerade vom Schlafzimmer eingebaut und das vom Schlafzimmer schon auch in der Mitte und kann man dann die Scheibenteile dann jeweils zur Seite reinmachen. Toll. Und hier ist dann eine Schiene, wo man dann die Tür auch ganz aufmachen kann. Aga? Wow. Ja. So sehen die Treppe aus. So, ich habe hier schon wieder die Schnauze voll. Mit 4 Frauen in einem Auto. Oder 3,5 Frauen. Ich darf hier aber nichts mehr sagen. Zu Farbe, zu Fliese, ich darf überhaupt nichts mehr sagen. Und bin auch ausgelacht vor heute Morgen auf der Baustelle, weil ich mit der Pudelmütze gekommen bin. Als ich gesagt habe, ob ich so arg friere, dann sage ich ja. Dann bin ich eben kein typisch Deutscher. Es ist schon verrückt. Also wir haben heute Morgen gesehen, wo wir hergefahren sind. Da rennen sie wirklich mit Wollmütze rum, manche, ja, und manche in T-Shirt und kurze Hose. Naja, aber es wird wieder wärmer. 25 Grad, yay! Frau Power kommt. Der Hugo hat sich jetzt verbündet mit einer Frau. Also ich stehe hier ganz alleine, oder? Ja, habt ihr neues Mädel zu eurer Frauengruppe dazu bekommen? Ja? Da vorne läuft sie, der Hugo. So, Irina, gib mir mal den Autoschlüssel, bitte. Nein. Auch Autofahrer darf ich nicht mehr. Und Casa Kai.
wird wahrscheinlich dann heute auch fertig sein, genau, damit wir dann den Ringanker betonieren können. Ja. Wow. Oh gut, der schlägt. Die ersten Gäste sind da. Ach gut. Schlafzimmerfenster ist jetzt auch fertig und das erste Teil von der Fensterfront vom Wohnzimmer zur Terrasse steht auch. Und da kommt das zweite. Und dann kommt in Mitte die Türe und die kann man dann rechts und links dann auch schieben. So, wollt ihr Tschüss sagen? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Können wir jetzt endlich gehen? Nein, wir gehen. Im Schneckentempo von Elena. Tengo hambre. Wer kocht denn heute? Essen von gestern. Schweizer Essen. Bitte nicht! So, wir haben jetzt eine riesige Diskussion. Die Schweizerdeutsche und ich. Und ich sage immer, wenn ich immer in der Schweiz war, egal in Zürich, egal wo, ja, die Schweiz habe ich immer, oh, ein Zuckerli. Oder was habe ich noch gesagt? Weiß ich nicht. Ein Hütli. Das sagt man doch. Und jetzt sagt die Tina. Ist Hütli? Ja. Ist welches Zuckerli? Ja. Aber nicht bei allem. Sie, Autoli? Nein. Autolui. Aus so, Autolui. Und jetzt, was hast du gesagt? Man sagt viel mit A. Mein Dialekt ist mit A am Schluss. Kochen, laufen. Ja. Nein, das passt nicht. Doch. Es ist nicht Laufeli. Fahr, oder Kochli. Fahren wir schneller. Kochen. Schneller. Kochen. Schneller. Schneller. Kochen. Ich lerne nicht Schweizerisch. Mm. Aber die Schweizer sollen doch so langsam sein. Nein, das sind nur Berner. Dani. Das sind nur Bären, aber so langsam. Liebe Grüße in die Schweiz, ich hab euch lieb.